Willkommen zu dieser neuen Folge von Daten und Informationen. In der letzten Folge haben wir die Informationsgleichung I von D ist gleich D minus Epsilon kennengelernt. Diese Gleichung bedeutet, dass wir Informationen aus Daten erhalten, nachdem wir alle Fehler aus unseren Daten entfernt haben. Die Buchstaben in dieser Gleichung stehen für Platzhalter für die eigentlichen Werte, mit denen wir arbeiten möchten. Diese Platzhalter werden auch als Variablen bezeichnet. Dabei bedeuten gleiche Buchstaben die gleichen Werte. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein D in unserer Gleichung sehen, dann wissen wir, dass wir an dieser Stelle den gleichen Wert erwarten dürfen. Zum Beispiel eine 1. Damit wir mit Variablen arbeiten können, müssen wir Werte diesen Variablen zuordnen. Zuerst untersuchen wir, wie wir mit R-Variablen arbeiten. In R können wir Werte direkt eingeben, zum Beispiel die Zahl 1, 2, 3, 4. Führen wir diesen Wert aus, gibt uns R diesen Wert direkt als Ergebnis zurück. Möchten wir mit Zeichenketten arbeiten, erinnern wir uns, dass wir Zeichenketten in doppelten Einführungszeichen einrahmen müssen. Auch diesen Wert gibt uns R direkt zurück. Wenn wir Werte direkt eingeben, bearbeitet R diese und vergisst sie anschließend gleich wieder. Wir können also auf diese Werte nicht weiter zugreifen. Damit wir später auf Werte zugreifen können, müssen wir diese Werte Variablen zuweisen. Dafür kennt R drei verschiedene Arten. Die erste Art ist die Zuweisung mit den Gleichheitszeichen. Dafür brauchen wir zuerst einmal einen Variablennamen. Zum Beispiel eine Course-ID. Dieser Variable weisen wir mit dem Gleichheitszeichen einen Wert zu, in diesem Fall unsere 1, 2, 3, 4. Die zweite Möglichkeit, einen Wert einer Variable zuzuweisen, ist der linksgerichtete Pfeil. Wieder fangen wir mit einem Variablennamen an. Das Gleichheitszeichen und der linksgerichtete Pfeil sind von der Funktionalität her vollständig identisch und können gegeneinander ausgetauscht werden. Ich persönlich präferiere für diese Art von Zuweisung das Gleichheitszeichen, weil es kompatibel mit anderen Programmiersprachen ist. Die dritte Variante der Variablenzuweisung ist etwas skurril, denn wir geben zuerst den Wert an. Anschließend geben wir einen rechtsgerichteten Pfeil ein und danach den Variablennamen. Nach einer Zuweisung zeigt uns R keine Werte an. Um auf den Wert in einer Variable zuzugreifen, müssen wir die Variable direkt angeben. R zeigt uns dann den Wert, der in der Variable gespeichert ist. Wir achten darauf, dass eine Variable keine Zeichenkette ist und deshalb dürfen wir den Variablennamen auch nicht in doppelten Anführungszeichen einrahmen. Wir können auch mit Variablen rechnen. Erhöhen wir zum Beispiel die Course-ID 1. Wenn wir eine Operation durchführen, hat die Operation erstmal keinen Einfluss auf die Variable. Möchten wir mit dem Ergebnis einer Operation weiterarbeiten, müssen wir den Wert ebenfalls einer Variable zuweisen. Diese Zuweisung kann eine bereits existierende Variable sein, zum Beispiel Course-ID 1. Wir kontrollieren nun, dass sich der Wert in der Variable geändert hat. Damit wissen wir eigentlich alles über Variablen in R. Nun schauen wir uns an, wie Variablen mit Excel funktionieren. Auch in Excel kann man Variablen für den Zugriff auf Werte verwenden. Für dieses Beispiel habe ich eine Arbeitsmappe mit zwei Arbeitsblättern vorbereitet. Außerdem habe ich Werte an den Adressen A1 und B1 von Hand eingetragen.
Üblicherweise greifen wir auf Werte in Excel-Arbeitsmappen zu, indem wir die Adresse der jeweiligen Zelle direkt eingeben. Das machen wir, indem wir den Formeleingabemodus mit ist gleich aktivieren und anschließend die Zelladresse eingeben, zum Beispiel B1. Die entsprechende Zelle wird nun blau markiert und ich bestätige diese Zelle mit der Eingabetaste. Nun sehe ich, dass der Wert an der Adresse B1 nun auch an der Adresse A3 steht. Alternativ zu der direkten Eingabe können wir den Formeleingabemodus mit ist gleich aktivieren und anschließend mit der Maus oder den Pfeiltasten den entsprechenden Wert auswählen. Wieder bestätigen wir mit der Eingabetaste und erhalten den gleichen Effekt. Wählen wir nun die jeweilige Adresse mit Doppelklick aus, dann sehen wir, dass die Adresse direkt angegeben ist. Das Ganze funktioniert auch auf anderen Arbeitsblättern. Dazu wechseln wir auf ein anderes Arbeitsblatt. Wir aktivieren den Formeleingabemodus mit ist gleich, gehen auf das Arbeitsblatt mit den Werten zurück und wählen eine entsprechende Zelle aus, zum Beispiel die Zelle A1 mit dem Wert Daten und Informationen. Nach der Auswahl bestätige ich die Eingabe mit der Eingabetaste und lande auf dem anderen Arbeitsblatt. Wähle ich nun die Adresse A1 auf dem anderen Arbeitsblatt mit Doppelklick aus, dann sehe ich, dass die Adresse etwas komplizierter als vorher ausschaut. Diesmal ist nämlich zusätzlich zur Zelladresse auch noch das Arbeitsblatt kodiert. Das ist nicht sehr elegant und es wäre doch schön, wenn wir auch in Excel Variablen mit Namen versehen könnten. Und tatsächlich, das funktioniert. Wir wechseln dazu auf das ursprüngliche Arbeitsblatt mit unseren Werten. In Excel kann jede Adresse in einer Arbeitsmappe mit einem Namen belegt werden. In diesem Fall möchte ich die Adresse A1 mit dem Wert Daten und Informationen den Namen Kursname geben. Dazu gehe ich in der Formeleingabeleiste ganz links in das Feld Namenfeld. Klicke dort hinein und tippe Kursname. Ich bestätige diesen Variablennamen mit Eingabe. Anschließend kann ich auf einem anderen Arbeitsblatt diesen Variablennamen direkt verwenden, ohne den Namen des ursprünglichen Arbeitsblatts kennen zu müssen. Dazu aktiviere ich den Formeleingabemodus, tippe K ein und sehe, dass das Autovorschlagen mir bereits meine Variable Kursname vorschlägt. Ich wähle diese Variable mit Tab aus und bestätige mit der Eingabetaste. Aktiviere ich nun die Adresse A2 mit Doppelklick, dann sehe ich, dass dort nicht die komplizierte Adresse steht, sondern tatsächlich der Variablenname. Das ist schon ganz praktisch. Ein weiterer Vorteil von Variablen in Excel ist, dass ich mehrere Zellen zu einer Variablen zusammenfassen kann. Dazu aktiviere ich die Zellen, die eine neue Variable ergeben sollen, gehe wieder in das Namenfeld in der Formeleingabeleiste, klicke hinein und tippe den Namen für die neue Variable ein. In diesem Fall soll das Kursinformation sein. Ich bestätige diesen Variablennamen wieder mit Eingabe und kann diese Variable nun überall in meiner Arbeitsmappe verwenden. Um das zu demonstrieren, gehe ich wieder auf das andere Arbeitsblatt und aktiviere den Formeleingabemodus, starte mit K und sehe im Autovorschlagenbereich meine beiden Variablen Kursinformation und Kursname. Dieses Mal möchte ich die Kursinformation auswählen und wähle diese mit Tab aus und bestätige mit Eingabe. Jetzt sehe ich, dass meine Daten in zwei Zellen auf dem neuen Arbeitsblatt abgelegt wurden. Das ist doch sehr praktisch. Kommen wir zurück zu unserer Informationsgleichung und betrachten die Gleichung aus einem etwas anderen Blickwinkel. Dazu untersuchen wir die beiden Teile der Gleichung links und rechts vom Gleichheitszeichen. Auf der linken Seite sehen wir ein i mit Klammern. Dieses i mit den Klammern bezeichnen wir als eine Funktion. Auf der rechten Seite haben wir die Subtraktion von d und epsilon. Diese bezeichnen wir als Operation. Weil beide Elemente für die Arbeit mit Daten wichtig sind,
interessieren wir uns dafür, wie wir Funktionen und Operationen anwenden. Nähern wir uns diesen beiden Begriffen zuerst von der Etymologie. Der Begriff Operation stammt vom lateinischen Wort operatio ab. Dieses bedeutet Verrichtung oder Ausführung. Die Funktion, das Wort Funktion, stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und zwar vom Wort Functio. Auch dieses Wort bedeutet Verrichtung oder Ausführung. Wir können uns nun fragen, ob Funktion und Operationen das gleiche sind. Im allgemeinen Sprachgebrauch stellen wir allerdings fest, dass Funktionen passiv verwendet werden und Operationen aktiv. Das bedeutet, dass diese beiden Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ergibt sich aus dem Verhältnis zu Daten. Verknüpfen wir nämlich eine Funktion mit Daten, erhalten wir eine Operation. Eine Funktion ist also das Versprechen, mit Daten eine Operation durchzuführen. Damit wir Daten mit einer Funktion verknüpfen können, müssen wir die Daten der Funktion in besonderen Variablen übergeben. Diese Variablen bezeichnen wir als Parameter. Das veranschaulichen wir uns wieder an unserer Informationsgleichung. Das veranschaulichen wir uns wieder mit unserer Informationsgleichung. Das I mit den Klammern ist unser Funktionsname und das D in der Klammer ist der Funktionsparameter. Uns interessiert jetzt die Arbeitsweise der Funktion I von D. Leider sagt uns diese Gleichung nicht über die Arbeitsweise der Funktion aus, denn wir lesen diese Gleichung wie folgt. Das Ergebnis der Funktion I mit dem Parameter D ist gleich der Operation D minus Epsilon. Dass beide Seiten der Gleichung auf die gleiche Weise arbeiten. Das ist wenig hilfreich, um die Arbeitsweise von Funktionen zu verstehen. Deshalb suchen wir nach einer alternativen Schreibweise. Die finden wir in dieser Notation. Diese Schreibweise lesen wir wie folgt. Die Funktion I überführt den Parameter D in die Operation D minus Epsilon. Wir wissen nun, dass die Funktion I von D tatsächlich D minus Epsilon ausführt. Und auch hier beachten wir, dass gleiche Buchstaben gleiche Werte bedeuten. Wir haben jetzt zwei Konzepte, nämlich das der Funktion und das der Operation. Und die wollen wir uns an einem praktischen Beispiel veranschaulichen. Zuerst veranschaulichen wir uns diese Konzepte mit Excel. Hier beachten wir, dass wir in Excel nur die eingebauten Funktionen verwenden können. In Excel können wir nur die vorgegebenen Funktionen verwenden. Normalerweise geben wir eine gewünschte Funktion ein, indem wir den Formeleingabemodus mit ist gleich aktivieren und anschließend einen Formelnamen eingeben, zum Beispiel Summe. Excel schlägt uns entsprechend unserer Eingabe automatisch eine Reihe von Funktionsnamen vor, die unserer Eingabe entsprechen. Wir sehen, dass wir eine Funktion mit dem Namen Summe haben und können diese Funktion mit der Tabulatortaste auswählen. Anschließend geben wir noch ein paar Werte ein und schließen die Klammer. Wir bestätigen unsere Formel mit der Eingabetaste. Einen kompletten Überblick über Excels eingebaute Funktionen erhalten wir im Menüband Formeln. In diesem Menüband finden wir alle Formeln nach Kategorien gelistet. Zum Beispiel unter Mathematik und Trigonometrie finden wir alle möglichen Funktionen inklusive unserer Summe-Funktion. Wenn wir nicht genau wissen, wo unsere Funktion kategorisiert wurde, können wir auch direkt mit dem Dialog Funktion einfügen arbeiten. Klicken wir auf diese Option, öffnet sich ein Dialog Funktion einfügen und wir können gezielt in allen Funktionen von Excel suchen und eine entsprechende Funktion für uns auswählen. Suchen wir die Funktion Summe. Wenn wir eine Funktion gefunden haben, zeigt uns dieser Dialog eine kurze Hilfe an, die uns signalisiert, wie die Funktion
Wenn wir eine Funktion gefunden und ausgewählt haben, zeigt uns dieser Dialog eine kurze Information über die ausgewählte Funktion an. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Link Hilfe für diese Funktion. Dieser Link führt zu einer sehr ausführlichen Dokumentation zu jeder einzelnen von Excels Funktionen. Nutzen Sie diesen Link, um sich über die einzelnen Funktionen zu informieren, denn ich werde nicht jede einzelne Funktion im Detail diskutieren. Wiederholen wir diese Übung mit R. In R erweitern Bibliotheken die verfügbaren Funktionen und erleichtern uns. Ein wichtiges Element von R sind Funktionen. Funktionen haben in R immer einen Funktionsnamen, zum Beispiel sum für Summe. Dieser Funktionsname sieht sehr wie ein Variablenname aus. Wenn wir sum direkt ausführen, erhalten wir die Rückmeldung von R, dass es sich um das Primitive sum handelt. R teilt uns somit, dass es sich um eine eingebaute Funktion handelt. Damit wir nicht den Namen der Funktion aufrufen, sondern die Funktion selbst, müssen wir öffnende und schließende Klammern hinter dem Funktionsnamen angeben. Also sum, Klammer auf, Klammer zu. Zwischen die Klammern gehören die Parameter der Funktion, zum Beispiel 1 und 2. Parameter trennen wir in R immer durch ein Komma. Führen wir nun diese Funktion auf, erhalten wir, wie erwartet, den Wert 3 zurück. R hat den nicht ganz unverdienten Ruf, sehr kompliziert zu sein. Aber anders als Excel können wir die Funktion und die Art und Weise, wie wir mit R arbeiten, durch Funktionsbibliotheken erweitern und einen Großteil der Probleme von R korrigieren. Wir binden Funktionsbibliotheken mit Hilfe der Library-Funktion ein. Die für uns wichtigste Bibliothek ist die Tidyverse-Bibliothek. Die Tidyverse-Bibliothek stellt uns viele Funktionen und Konzepte zur Verfügung, die uns die Arbeit mit strukturierten Daten sehr erleichtern. Dazu gehört sowohl die Datenvisualisierung, komplexe Datenstrukturen sowie das Arbeiten mit Funktionen. In den nächsten Folgen von Daten und Informationen werden wir noch genauer auf viele der Funktionen des Tidyverse eingehen. Und damit wissen wir für das Erste schon alles, was man über R-Funktionen wissen muss. Gut, wir wissen jetzt, wie wir Funktionen in Excel und R verwenden. Schauen wir uns nun ein paar theoretische Konzepte an, nämlich Operatoren. Ein Operator verknüpft ein oder zwei Operanden zu einer Operation. Dabei sind Operanden die Werte, mit denen wir arbeiten. Und verknüpfen können wir als überführen lesen. Das Ganze liest sich dann als ein Operator überführt ein oder zwei Werte zu einer Operation. Das haben wir irgendwie schon einmal gehört, und zwar bei unserer Funktionsdefinition. Das bedeutet, Operatoren sind eine spezielle Form von Funktionen. Wir unterscheiden zwei Arten von Operatoren. Unäre Operatoren benutzen nur einen Operanden. In diesem Fall steht der Operator immer vor dem Operanden. Der zweite Fall sind binäre Operatoren. In diesem Fall schreiben wir den Operator zwischen die beiden Operanden. Entsprechend wird der Operand auf der linken Seite als linker Operand und der Operand auf der rechten Seite als rechter Operand bezeichnet. Die bekanntesten Operatoren sind plus, minus, mal und geteilt. In unseren Arbeitsumgebungen schreiben wir mal und geteilt jedoch etwas anders. Die Division kennzeichnen wir durch einen Schrägstrich anstelle des Doppelpunkts. Die Multiplikation wird durch ein Sternchen anstelle des Punkts markiert. Zusätzlich gibt es noch den Dachoperator. Der Dachoperator ist der Exponentoperator. In unserer Arbeitsumgebung berücksichtigen wir, dass wir Operatoren nicht auslassen dürfen. Auf Papier können wir zum Beispiel 2a schreiben, wenn wir 2 mal a meinen. In Excel und R müssen wir explizit 2 Sternchen a für die Multiplikation schreiben. Das gleiche gilt für Exponenten. Auf Papier können wir 2 hoch 3 schreiben und in Excel und R müssen wir 2 Dach 3 schreiben. Durch die Darstellung werden die Werte natürlich nicht verändert.
Ein besonderer Operator ist der Klammeroperator. Der Klammeroperator ist ein unärer Operator, wobei die öffnende und die schließende Klammer den Operanden einschließen. Wir verwenden den Klammeroperator, weil er uns beim Strukturieren komplexer Operationen hilft. Daran erkennen wir auch, dass Operanden Operationen sein können. Das verdeutlichen wir uns an der Operation minus 2 plus 2 mal 3. Wir fragen uns hier, in welcher Reihenfolge muss diese Operation gerechnet werden? Um die Reihenfolge von Operatoren zu bestimmen, berücksichtigen wir Vorrangsregeln. Eine der wichtigsten ist die sogenannte CAPS-Regel. Die CAPS-Regel leitet sich von der alten Eselsbrücke Punktrechnung vor Strichrechnung ab. Bevor wir jedoch die Punktrechnung ausführen dürfen, müssen wir Exponenten berechnen. Und vor Exponenten müssen alle Klammern berechnet werden. Wenn wir gleichrangige Operatoren haben, arbeiten wir uns von links nach rechts und danach von oben nach unten. Der Vorrang für alle Operatoren ist hierarchisch. Das heißt, wir wissen immer, in welcher Reihenfolge wir Teiloperationen ausführen müssen. Häufig entstehen Programmierfehler dadurch, dass die Operatorenhierarchie missverstanden wird. Kommen wir zurück zu unserer Operation minus 2 plus 2 mal 3. Mit Hilfe der CAPS-Regel wissen wir nun, dass wir zuerst 2 mal 3 rechnen müssen. Das Ergebnis ist der rechte Operand für die Addition mit minus 2. Ein weiteres wichtiges Werkzeug für die Arbeit mit Operatoren und Funktionen ist das sogenannte neutrale Element. Das neutrale Element ist durch diese Doppelgleichung definiert. Gilt diese Gleichung für einen beliebigen Operator und alle zulässigen Operanden a, dann wird n als das neutrale Element des Operators bezeichnet. Mit anderen Worten, das neutrale Element hat keinen Einfluss auf das Ergebnis einer Operation. Das können wir uns am Beispiel der Addition veranschaulichen. Fügen wir das Plus anstelle des beliebigen Operators ein. Wir halten dann a plus n ist gleich n plus a ist gleich a. Aus der Schulmathematik wissen wir, dass diese Doppelgleichung genau dann erfüllt ist, wenn n gleich 0 ist. 0 ist also das neutrale Element der Addition. Wir fragen uns aber, ob wir das auch beweisen können. Dazu wenden wir den Trick des Rückwärtsarbeiten an. Nehmen wir als Ausgangsbasis unsere Doppelgleichung und konzentrieren uns nur auf den rechten Teil. Wir halten dann n plus a ist gleich a. Wir lösen nun nach n auf und erhalten n plus a minus a ist gleich a minus a. Und weil a minus a immer 0 ergibt, haben wir als Ergebnis n ist gleich 0. Fügen wir nun zur Kontrolle dieses Ergebnis in unsere Doppelgleichung ein, dann erhalten wir a plus 0 ist gleich 0 plus a ist gleich a. Und weil das Ergebnis a gleich a lautet, haben wir den Beweis erbracht. Okay, wiederholen wir diese Übung mit der Multiplikation. Wieder ersetzen wir den beliebigen Operator durch den Multiplikationsoperator und erhalten a mal n ist gleich n mal a ist gleich a. Aus der Schulmathematik sehen wir sofort, dass n gleich 1 sein muss. 1 ist also das neutrale Element der Multiplikation. Auch das wollen wir beweisen. Wir ersetzen also den beliebigen Operator unserer Doppelgleichung durch die Multiplikation. Wieder konzentrieren wir uns auf den rechten Teil. N mal a ist gleich a und lösen nach n auf. Wir teilen diesmal durch a und haben n mal a geteilt durch a ist gleich a geteilt durch a. Und weil a geteilt durch a immer 1 ergibt, haben wir n ist gleich 1. Auch das fügen wir zur Kontrolle in die komplette Doppelgleichung ein. Also haben wir a mal 1 ist gleich 1 mal a ist gleich a. Und auch das ist wieder a ist gleich a ist gleich a. Und das beweist, dass die 1 das neutrale Element der Multiplikation ist. Super, jetzt haben wir schon ein bisschen Übung mit dieser Beweisstrategie und wenden das ganze Prinzip auf die Division an.
Wir ersetzen also den beliebigen Operator durch den Divisionsoperator und haben a geteilt durch n ist gleich n geteilt durch a ist gleich a. Aus unserem Schulmathematikwissen können wir nicht direkt ableiten, was ein geeignetes n für diese Doppelgleichung sein könnte. Also nutzen wir den Beweis, den wir vorher bei der Addition und Multiplikation kennengelernt haben. Wir haben also a geteilt durch n ist gleich n geteilt durch a ist gleich a. Für wieder konzentrieren wir uns auf die rechte Seite mit n geteilt durch a ist gleich a. Wir lösen wieder nach n auf, teilen dabei analog zur Multiplikation durch a und erhalten n geteilt durch a Quadrat ist gleich a geteilt durch a. Daraus ergibt sich n geteilt durch a Quadrat ist gleich 1. Das bedeutet für uns, dass unser neutrales Element gleich a Quadrat sein müsste. Das sieht etwas merkwürdig aus, aber davon lassen wir uns erstmal nicht beeindrucken, sondern setzen unser Ergebnis in unsere Doppelgleichung ein. Also erhalten wir für a geteilt durch n ist gleich n geteilt durch a ist gleich a die Formel a geteilt durch a Quadrat ist gleich a Quadrat durch a ist gleich a. Weil wir jetzt die ganzen a's kürzen können, erhalten wir 1 geteilt durch a ist gleich a geteilt durch 1 ist gleich a. Den rechten Teil dieser Doppelgleichung können wir sauber auflösen mit a ist gleich a und der linke Teil bleibt 1 geteilt durch a. Nun sehen wir, dass diese Gleichung nie wahr werden kann, wenn a nicht 1 oder minus 1 ist. Das heißt, diese Doppelgleichung kann nicht erfüllt werden, wenn a² ungleich 1 ist. Was heißt das für unser neutrales Element für die Division? Eigentlich ganz einfach. Es gibt kein neutrales Element, weil die Definition für das neutrale Element nie erfüllt werden kann. Daraus leiten wir eine ganz wichtige Erkenntnis für uns ab, nämlich nicht jeder Operator hat ein neutrales Element. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Fachbegriff. Operationen werden nämlich als redundant bezeichnet, wenn sie immer das neutrale Element für die nächste nachrangige Operation als Ergebnis haben. Redundante Operationen führen also zu keinem neuen Ergebnis. Deshalb wollen wir redundante Operationen nach Möglichkeit immer vermeiden. Eingangs haben wir bereits festgestellt, dass Operatoren Funktionen sind. Das bedeutet, alle Operatoren lassen sich als Funktionen beschreiben. Hier habe ich ein paar Beispiele für Funktionsdefinitionen für die Operatoren Plus, Minus, Mal, Geteilt und Exponent. All diese Operatoren sind binäre Operatoren und deshalb haben die Funktionen immer zwei Parameter. Das bedeutet zum Beispiel für die Summe, dass die Summe die Parameter a und b in die Operation a plus b überführen. Das gleiche gilt für die Subtraktion, für das Produkt, die Division und die Potenz. Dass wir Operatoren als Funktionen schreiben können, ist ein wichtiges Werkzeug. Der Umkehrschluss gilt allerdings nicht, denn nicht alle Funktionen haben einen Operator. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass ein Operator für eine gewünschte Funktion existiert. Das behalten wir im Hinterkopf, wenn wir uns unserem nächsten Werkzeug zuwenden. Wir können nämlich komplexe Funktionen aus einfacheren Funktionen zusammensetzen. Das ist das Grundprinzip der Problemzerlegung. Das Prinzip der Problemzerlegung verdeutlichen wir uns mit der einfachen Operation minus 2 plus 2 mal 3. Mithilfe unserer Tabelle können wir diese Operation in eine Funktionsschreibweise überführen. Und zwar Summe von minus 2 und Produkt von 2 und 3. Diese zusammengesetzte Operation ist bereits eine komplexe Funktion. Diese Funktion könnten wir wie folgt schreiben. Und zwar als die Funktion f überführt die Parameter a, b und c in die Operation Summe von a und Produkt von b und c. Das Problem bei dieser Schreibweise ist,
dass die vorderste Funktion zuletzt ausgeführt wird. Dadurch können wir nicht leicht erkennen, in welcher Reihenfolge unsere Funktionen ausgeführt werden. Wir wollen deshalb unsere Funktionen in der Reihenfolge ihrer Ausführung schreiben. Wir starten also mit unserer komplexen Funktion und überführen sie in eine neue Schreibweise mit der gleichen Bedeutung, nämlich Produkt verkettet mit Summe von 2, 3 und minus 2. Das Besondere an dieser Schreibweise ist, dass die Parameter nun in der Reihenfolge ihrer Ausführung stehen. Der vordere Teil dieser komplexen Funktion wird durch die Funktion Produkt und Summe gebildet, die durch den Verkettungsoperator verknüpft werden. In diesem Fall beschreibt der Kringel also nicht einen beliebigen Operator, sondern die Verkettung von zwei Funktionen. Überprüfen wir nun, wie diese Funktionsnotation im Detail funktioniert. Wir fangen mit der Produktfunktion an, weil sie am weitesten links steht. Wir wissen, dass diese Funktion zwei Parameter benötigt und deshalb nehmen wir die ersten beiden Parameter unserer Funktionsbeschreibung und übergeben sie dieser Funktion. Das Ergebnis von 2 mal 3 ist natürlich 6. Wir haben nun die beiden ersten Parameter verbraucht. Nun gehen wir weiter und übergeben das Ergebnis der Produktfunktion und den letzten Parameter an die Summefunktion. Und die Summe von 6 und minus 2 ist 4. Gut, machen wir das Ganze etwas komplizierter, um das Prinzip zu verstehen. Nehmen wir die Operation 3 mal minus 2 plus 2 mal 2. Diese Operation können wir auch als Summe von Produkt von 2 und minus 2 und Produkt von 2 und 2 schreiben. Diese Schreibweise wollen wir vermeiden und überführen das in die Verkettung. Als verkettete komplexe Funktion steht nun Produkt, Produkt verkettet mit Summe von 3, minus 2, 2 und 2. Wie funktioniert nun diese Funktionskette? Als erstes nehmen wir die ersten beiden Parameter und übergeben sie der ersten Produktfunktion. Das Ergebnis ist natürlich minus 6. Damit haben wir die ersten beiden Parameter verbraucht und gehen weiter zu den nächsten beiden Parametern. Diese Parameter übergeben wir der zweiten Produktfunktion und 2 mal 2 ist natürlich 4. Nun haben wir alle Parameter unserer komplexen Funktion verbraucht, aber wir benötigen noch zwei Werte für die verkettete Summefunktion. Und dafür verwenden wir die Ergebnisse unserer beiden Vorgängerfunktionen, nämlich minus 6 und 4. Das Ergebnis dieser Summe ist selbstverständlich minus 2. Das Ganze sieht sehr theoretisch aus und deshalb gehen wir diese Beispiele noch einmal praktisch in Excel und R durch. Um die Arbeitsweisen von Funktionsketten in Excel zu illustrieren, habe ich unsere vier Werte 3, minus 2, 2 und 2 einmal händisch in eine Arbeitsmappe eingetragen. Jetzt werde ich die vorher diskutierte Funktionskette in Excel reproduzieren. Zuerst aktiviere ich den Formeleingabemodus mit ist gleich und gebe die Produktfunktion ein. Anschließend wähle ich die beiden Werte für die aktuelle Funktion aus. Diesen Schritt wiederhole ich für die zweite Multiplikation. Jetzt habe ich den ersten Schritt der Funktionskette absolviert. Der zweite Schritt der Funktionskette ergibt sich aus der Summe dieser beiden Werte. Hier beachten wir, dass die Reihenfolge der beiden Werte keine Rolle spielt. Wir halten nun den erwarteten Wert minus 2 als Endergebnis. Damit wir die Funktionskette nachvollziehen können, wählen wir das Endergebnis aus und gehen auf das Menüband Formeln. Dort gibt es einen Schalter Spur zum Vorgänger. Wenn wir diesen Schalter aktivieren, zeigt uns Excel, woher die Werte für die aktuelle Operation stammen. Für jeden einzelnen dieser Werte können wir diesen Ursprung weiter nachvollziehen. Das ist sehr hilfreich, um komplexe Funktionsketten zu reproduzieren.
Die Tidyverse-Bibliothek stellt einen Funktionsverkettungsoperator der Sprache R bereit. Das ist möglicherweise eine der wichtigsten Erweiterungen, die diese Bibliothek für die Arbeit mit R bereitstellt. Dieser Verkettungsoperator ist allerdings im Verhältnis zum theoretischen Operator stark eingeschränkt. Er übergibt nämlich nur das Ergebnis als ersten Parameter an die nachfolgende Funktion. Alle anderen Parameter müssen wir wie gewohnt der nachfolgenden Funktion übergeben. Das veranschaulichen wir uns am besten an einer einfachen Operation, nämlich in Klammern 3 plus 1 mal 2. Diese Operation nimmt einen Wert, in diesem Fall 3, erhöht ihn um 1 und verdoppelt das Ergebnis. Die Operation können wir natürlich auch als Funktionskette schreiben, nämlich als Summe von 3 und 1 verkettet mit dem Produkt von 2. Weil wir wissen, dass der Verkettungsoperator nur den ersten Parameter mit dem Vorgängerwert befüllt, können wir die Funktionskette noch ein bisschen erweitern. Wir können nämlich schreiben 3 verkettet mit Summe von 1 verkettet mit Produkt von 2. Diese Art der Funktionsverkettung spiegelt den Informationsfluss durch verschiedene Funktionen von einem Ausgangswert bis hin zu einem Ergebnis wider. Dieses Datenflussprinzip können wir mit Hilfe des rechtsgerichteten Pfeils als Zuweisung zu einer Variable weiter ausreizen. Wir können das Ergebnis nämlich direkt in eine Variable schreiben. Beginnen wir mit unserer Funktionskette. Anschließend ergänzen wir die Funktionskette um den rechtsgerichteten Pfeil für die Variablenzuweisung und schreiben so das Ergebnis in eine Variable, die ich hier der Einfachheit halber als Ergebnis bezeichne. Überprüfen wir, ob das Resultat der Funktionskette auch tatsächlich in unserer Ergebnisvariable gelandet ist. Tatsächlich, wir haben das Ergebnis in der Variable gespeichert. Für einfache mathematische Operationen ist diese Funktionsverkettung nur wenig hilfreich. In der Praxis werden wir komplexere Funktionen zur Datentransformation mit Hilfe des Verkettungsoperators kombinieren. So können wir unser Vorgehen als Folge von Funktionsaufrufen präsentieren. Jetzt, wo wir die Funktionsverkettung beherrschen, können wir uns einer besonderen Funktion zuwenden, und zwar der Identitätsfunktion. Die Identitätsfunktion überführt einen Parameter a in sich selbst. Das heißt, für eine Eingabe erhalten wir ein identisches Ergebnis. Und daher stammt auch der Name Identitätsfunktion. Grob gesprochen macht die Identitätsfunktion aber genau gar nichts. Dennoch ist diese Funktion für uns von besonderer Bedeutung, denn die Identitätsfunktion ist das neutrale Element des Verkettungsoperators. Erinnern wir uns. N ist das neutrale Element eines Operators, wenn für alle zulässigen Operanden A dieses Operators beide Verknüpfungen mit dem Operanden N das Ergebnis A haben. Der Verkettungsoperator ist ein Operator, mit dem wir Funktionen verknüpfen. Die Identitätsfunktion ist natürlich eine Funktion. Und entsprechend sind auch alle anderen zulässigen Operanden für den Verkettungsoperator Funktionen. Das bedeutet, dass eine komplexe Funktion genau die gleichen Ergebnisse wie eine Funktion A zurückgibt, wenn die komplexe Funktion eine der beiden Verkettungen der Funktion A mit der Identitätsfunktion ist. Das sind alles sehr schöne Worte, aber wir wollen Beweise sehen. Wieder gehen wir von der Definition des neutralen Elements aus. Allerdings müssen wir diesmal in zwei Schritten arbeiten. Im ersten Teil untersuchen wir die Verkettung von A mit der Identitätsfunktion. Wir definieren die Funktion A als eine Funktion, die einen Parameter p in ein Ergebnis e überführt.
Dabei machen wir keine Aussage über die Operationen, die zu diesem Ergebnis führen. Die Identitätsfunktion überführt wie gehabt einen Parameter in sich selbst. Und diese Funktion verketten wir mit der Funktion A, die wir soeben definiert haben. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Schnittstelle der Funktionsverkettung. Wir wissen nämlich, dass das Ergebnis der Vorgängerfunktion zum Parameter der nachfolgenden Funktion wird. Das bedeutet, das Ergebnis E wird zur Eingabe für die Identitätsfunktion und deshalb erhalten wir die folgende komplexe Funktion. P wird überführt in E, wird überführt in E. Nun betrachten wir die Parameter und Ergebnisse der Funktion zu beiden Seiten des Gleichheitszeichens. Wir sehen, dass jedes P in ein E überführt wird. Der einzige Unterschied ist, dass auf der linken Seite ein zusätzlicher Überführungsschritt benötigt wird. Kommen wir zum zweiten Schritt unseres Beweises. Wir prüfen nun, ob die Identitätsfunktion mit A verknüpft gleich A ist. Wir benutzen die gleichen Definitionen wie gerade eben und erhalten diese komplexe Funktion. Wieder konzentrieren wir uns auf die Schnittstelle der Funktionsverkettung. Diesmal arbeiten wir allerdings andersherum. Wir wissen, dass wir als Eingabe für die nachfolgende Funktion P haben möchten und erwarten dieses als Ergebnis der Identitätsfunktion. Nun wissen wir aber, wenn das Ergebnis der Identitätsfunktion P ist, dann muss die Eingabe dieser Funktion ebenfalls P sein. Wir erhalten dann die komplexe Funktion P wird überführt in P wird überführt in E. Wieder betrachten wir die Parameter und Ergebnisse der Funktion zu beiden Seiten des Gleichheitszeichens und erkennen, dass jedes P in ein E überführt wird. Diesmal haben wir auf der linken Seite eine zusätzliche Überführung in P. Dieser Beweis zeigt uns, dass beide Funktionsverkettungen mit der Identitätsfunktion zum gleichen Ergebnis führen, allerdings die Überführungen in der komplexen Funktion unterschiedlich verlaufen. Das ist natürlich super viel Theorie für eine Funktion, die nichts macht. Deshalb interessieren wir uns für die Anwendung der Identitätsfunktion zuerst in Excel. Excel hat keine explizite Identitätsfunktion. Die Funktion identisch vergleicht lediglich, ob zwei Zeichenketten gleich sind. Stattdessen verwenden wir die Identitätsfunktion in Excel jedes Mal implizit, wenn eine Adresse alleine in einer Formel steht. Diese implizite Vorgehensweise ist auch notwendig, weil wir in Excel Variablen nur einmal festlegen und anschließend nicht mehr überschreiben können. In solchen Fällen erhalten wir eine Fehlermeldung über einen sogenannten Zirkelbezug. Deshalb müssen Werte in einer Arbeitsmappe regelmäßig verschoben werden. Dieses Verschieben übernimmt ebenfalls die Identitätsfunktion. Wir können uns Excels Identitätsfunktion also als eine Art Wertkopiermaschine vorstellen. Die Identitätsfunktion ist nicht nur auf einzelne Werte beschränkt. Wir können mehrere Werte auf einmal verschieben. So kopierte Werte lassen sich in Excel für Folgeoperationen oft leichter handhaben als die ursprünglichen Werte und Arbeitsschritte lassen sich leichter nachvollziehen. Die Eigenschaften der impliziten Identitätsfunktion können wir überprüfen, indem wir den Beweis für das neutrale Element der Funktionsverkettung an einem konkreten Beispiel nachvollziehen. Dazu bilden wir zuerst die Summe über mehrere Werte. Anschließend wenden wir die Identitätsfunktion auf diese Werte an und übergeben diese an die Summe-Funktion. Zum Abschluss wenden wir die implizite Identitätsfunktion auf die erste Summe an. Wie erwartet sind in allen drei Fällen die Ergebnisse identisch. Wir können die Identitätsfunktion natürlich auch in R verwenden. Im Gegensatz zu Excel hat R eine explizite Identitätsfunktion. Diese Funktion ist genauso definiert, wie wir es erwarten würden. Übergeben wir
einen beliebigen Parameter an diese Funktion, wird dieser Parameter zurückgegeben. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Funktionen. Für einfache Funktionsketten macht die Identitätsfunktion von R wenig Sinn. Diese Funktion treffen wir vor allen Dingen bei komplexen Fallunterscheidungen als Rückfallwert an. Vorhin haben wir schon festgestellt, dass wir komplexe Funktionen aus einfacheren Funktionen zusammenstellen können. In R können wir mit Hilfe von Funktionsketten so neue Funktionen schreiben. Das wollen wir doch gleich ausprobieren. Dazu kehren wir zu unserer Funktionskette, die einen Wert um 1 erhöht und danach verdoppelt, zurück. Um aus dieser Funktionskette eine allgemeine Funktion zu entwickeln, brauchen wir zuerst einmal einen Funktionsnamen. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig kreativ und verwende den Funktionsnamen fkt. Diesem Funktionsnamen weise ich die Basisfunktionskette zu. Weil wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, was unser Ausgangswert ist, schreiben wir einen Punkt als Start für unsere Funktionskette. Danach folgt die Basisfunktionskette. Führe ich nun diese Operation aus, habe ich eine neue Funktion erstellt. Diese kann ich nun auf beliebige Werte anwenden. Natürlich können wir solche Funktionen auch in komplexen Funktionsketten einbetten, sodass wir wiederkehrende Operationen hinter einfachen Namen verbergen können. Fassen wir zusammen. Wir haben in dieser Sitzung Variablen, Funktionen und Operationen kennengelernt. Operatoren sind das gleiche wie Funktionen, nur in einer anderen Schreibweise. Die Vorrangregeln für die Operatoren sind in der CAPS-Regel definiert. Das neutrale Element bezeichnet: Einige Operatoren haben ein neutrales Element. Wir haben Funktionsketten kennengelernt und gemerkt, wir haben Funktionsketten kennengelernt und können jetzt mit einfachen Funktionen komplexe Funktionen zusammenstellen. Im Verlauf dieser Sitzung haben wir die Tricks Ähnlichkeit, Problemzerlegung und Rückwärtsarbeiten angewandt.